Hallo und willkommen bei Joy Nova. Mein Name ist Joy und ich werde dich heute in dieser Meditation zurückführen in die mystische Zeit nach Atlantis. Diese Meditation wird dich über die Grenzen von Zeit und Raum hinausführen. Sie wird dich zurückführen in eine alte Zeit, in ein früheres Leben nach Atlantis. Die Meditation ist so aufgebaut, dass du die Möglichkeit hast, dich ganz frei in die Zeit von Atlantis hineinzubegeben und die Begebenheiten, Orte und Wesen zu erforschen. Am Ende der Meditation, während du eintauchst in Atlantis, werde ich dir einige Fragen als Hilfestellung mit auf den Weg gehen. Und zu einem späteren Zeitpunkt kannst du dich ganz frei an diesem Ort vor und zurück bewegen. Du kannst einfach deine Augen öffnen, wenn du die Meditation für dich beenden möchtest. Ich bin Joy und ich helfe Menschen dabei, unbewusste Zusammenhänge aus ihrer Vergangenheit, ihrer seelischen Vergangenheit aufzudecken, zu verstehen und zu transformieren. Dies machen wir gemeinsam mit Hypnose und mit der Rückführung in frühere Leben. Alle Informationen findest du wie immer unter diesem Video. Erlaube dir nun, mit den nächsten Atemzügen deine Augen zu schließen. Und während du deine Augen schließt, ist dies eine Erlaubnis dafür, immer mehr und mehr mit deiner Aufmerksamkeit von außen nach innen zu sinken. Nimm einmal wahr, wie sich dein Körper hier gerade anfühlt. Wie fühlt sich die Unterlage an, auf der du sitzt oder liegst? Erspüre sie aus der Wahrnehmung deines Körpers heraus. Und du musst währenddessen nicht darüber nachdenken, wie du dies tun solltest. Nimm einfach wahr, was dir gerade in den Sinn kommt. Was du spürst und was du fühlst. Und dann erlaube dir, dich mit deiner Atmung immer mehr und mehr nach innen führen zu lassen. Nimm deine Atmung wie eine Art Guide bzw. Führer wahr. Etwas, was es vermag, dich immer mehr und mehr in eine Entspannung zu begleiten. Und du atmest ein und aus
und nimmst dies einfach nur wahr. Wie sich dein Körper während der Einatmung verhält. Und wie sich dein Körper anfühlt, während du ausatmest und loslässt. Kontinuierlicher Rhythmus von Empfangen und Loslassen. Nun konzentriere dich ganz auf den obersten Punkt deines Kopfes und wandere dort mit deiner Aufmerksamkeit hin. Und dann fühle von hier aus einmal deinen ganzen Kopf entlang. Nimm deinen Hinterkopf wahr. Den Bereich hinter deinen Ohren. Deine Stirn. Und von hier aus dein ganzes Gesicht. Und spüre auch in die Bereiche deines Gesichts hinein, die ein wenig mehr angespannt sind als andere Bereiche. Und dann erlaube dir, mit den nächsten Atemzügen einfach loszulassen. Tu dies einfach so, wie es gerade für dich möglich ist. Du atmest Entspannung ein und während du ausatmest, lässt du alles los, was zuvor vielleicht angespannt war. Und dadurch sinkst und treibst du immer mehr und mehr in dein inneres Wohlbefinden. Entspanne nun deinen gesamten Kopf. Lass einfach los.
ohne darüber nachzudenken, wie das Loslassen geschehen sollte. Du entspannst dich einfach mehr und tiefer. Während du nun beginnst, dir vielleicht vorzustellen, wie eine Welle der absoluten Entspannung von deinem Kopf über deine Schultern in deinen gesamten Körper hineinfließt. Immer mehr und mehr lässt du los. Immer mehr und mehr entspannt sich jeder Muskel in dir. Und dann lass all die Belastungen und Spannungen in deinem Oberkörper los. Stell dir vor, du kannst sie über deine Atmung nach außen hin abfließen lassen. Und vielleicht gibst du diesen Belastungen einmal eine Farbe. Einfach eine Farbe, die dir gerade in den Sinn steigt. Und nun stelle dir mit den nächsten Atemzügen vor, wie du diese Belastungen in Form der Farbe als eine Art Rauch aus dir, aus deinem gesamten Körper hinausatmest. Es geschieht vollkommen mühelos. Während du mehr und mehr loslässt. Mit jedem Atemzug entspannst du mehr und mehr. Und wenn du das Gefühl hast, dass du für den Moment alles loslassen konntest, was es loszulassen gibt, dann lass ich die Entspannung noch mehr ausdehnen. Über den Bereich deines Oberkörpers hinaus. Eine Welle der Entspannung fließt in deine Hüfte hinein und von hier aus mit jedem Atemzug immer noch tiefer und tiefer. Während du dadurch einfach tiefer nach innen sinkst. Entspanne deine Beine,
deine Oberschenkel. Und deine Unterschenkel. Lass ich die Entspannung bis tief in deine Fußspitzen ausweiten. Und erlaube dir, dieses Gefühl der tiefen Entspannung zu genießen. Du musst nichts weiter tun. Du darfst dich jetzt vollkommen entspannen. Lass dich einfach ins Vertrauen sinken und fühle, wie du geborgen und behütet bist. Du fühlst dich wohl und kannst hier auch deine Alltagsgedanken einfach vorbeiziehen lassen. Vielleicht stellst du dir vor, wie du vor einem riesengroßen Aquarium stehst und ganz unten auf dem Grund des Aquariums, dort befindet sich eine magische Muschel und diese wunderschöne Muschel, die sich ganz sanft in dieses Bild der Unterwasserwelt einbettet, lässt von Mal zu Mal ein paar kleine und große Luftblasen hinaufsteigen. Stelle dir vor, dass diese Luftblasen Alltagsgedanken, Sorgen, Überlegungen und Irritationen deines Verstandes sind. Du beobachtest nun, wie Luftblase für Luftblase aus dieser Muschel hinaus ganz sanft und ganz ruhig hinauf an die Oberfläche steigt. Und in dem Augenblick, indem die Luftblasen die Oberfläche berühren, verschwinden sie. Ja, sie lösen sich einfach auf. So kannst auch du zunehmend feststellen, wie deine Gedanken dadurch ruhiger und ruhiger werden. Wie dein Geist sich dadurch klärt und beruhigt. Nimm nun für einige Momente wahr, wie du mit jeder Luftblase, die du beobachtest, während sie sanft hinaufsteigt, mehr inneren Frieden
und innere Ruhe spürst. Und nun nimm noch einmal die Entspannung in deinem Körper wahr. Wo kannst du die Entspannung besonders intensiv spüren? Wandere dort mit deiner Aufmerksamkeit hinein. Und stell dir vor, wie du von hier aus dieses entspannte Gefühl wie Sonnenstrahlen in jede Zelle deines Körpers hineinschickst und du dadurch einfach noch mehr entspannst. Du kannst noch mehr loslassen. Lass dich einfach sinken. Genauso, ganz entspannt. Deine Atmung fließt ganz natürlich und ruhig. Und umso ruhiger und ruhiger deine Atmung fließt, umso wohler fühlst du dich. Vielleicht fast so, als hätte etwas innerlich begonnen, sich ganz sanft zu öffnen. Eine innere Weisheit fernab von Zeit und Raum. Du bist heute hier, weil sich etwas in dir daran zurückerinnert, dass Atlantis für dich eine tiefere Bedeutung haben könnte. Und bevor wir in einem Moment in diese majestätische Zeit zurückreisen, werde ich dir dabei helfen, dich noch viel mehr zu entspannen. Lege hierfür deine Aufmerksamkeit für die nächsten Momente ganz auf deine Atmung und dann tu einmal so, als könntest du durch dein rechtes Nasenloch einatmen und durch dein linkes Nasenloch ausatmen. Mit jedem Mal, wo du dies wahrnimmst, kannst du noch tiefer in dein grenzenloses Seelenbewusstsein hineintauchen. Und während du rechts ein- und links ausatmest, erlaube dir diesen natürlichen und ruhigen Atemfluss mit deinen inneren Augen zu beobachten. Ich gebe dir hierfür nun einige Momente Zeit. Während du rechts einatmest und so tust, als könntest du links ausatmen und tiefer sinken. Wundervoll.
Du bist nun bereit, eine Reise weit zurück durch Zeit und Raum anzutreten. Dies ist eine Reise, die dich in Verbindung mit der mystischen Zeit in Atlantis führt. Stelle dir nun einen wunderschönen Ort vor, einen Ort draußen in der Natur. Und vielleicht ist es hier ein wenig nebelig. Und du nimmst wahr, wie der Nebel mehr und mehr wird, während du dich wohlfühlst, ganz im Vertrauen bist und vielleicht bereits ahnst, dass du bald Zugriff auf Informationen lange vor dieser Zeit erhältst. Dies können Informationen aus einem deiner früheren Leben in Atlantis sein oder Informationen, welche du mit deinem Bewusstsein völlig mühelos aus einer Art Weltenbibliothek erschließen kannst. Du wirst, während du in die Welt von Atlantis eintauchst, alles, was du erlebst oder siehst, als eine Art Beobachterin oder Beobachter wahrnehmen. Wir reisen zurück in einen Moment oder eine Szene, welche wichtige Informationen für dich enthalten könnte, um dein Leben eine neue Richtung zu geben. Um dir Informationen zukommen zu lassen, die dir dabei helfen können, dich weiterzuentwickeln, deine seelische Entfaltung in ihrem evolutionären Prozess zu unterstützen. Nimm hier nun einmal wahr, dass du gleich an Inhalte gelangen wirst, die dein normales Alltagsbewusstsein übersteigen. Es wird für dich vielmehr darum gehen, diese Informationen auf einer tiefen seelischen Ebene zu spüren und zu integrieren. Nimm nun einen tiefen Atemzug, wenn du bereit bist, durch Zeit und Raum zurück nach Atlantis zu reisen. Und nun stelle dir hier einfach einen Aufzug vor. Der Aufzug erscheint dir genau so, wie es für dich richtig ist. Es ist ein Aufzug, der dich in der Zeit zurückführen wird. Und du siehst nun diesen Aufzug und die Türen öffnen sich. Und du kannst in sein Inneres schauen. Du fühlst dich absolut geborgen und aufgehoben. Tritt hinein. Nimm wahr, wie sich deine Energien verändern. Wie du innerlich auf diese Reise und dieses Bewusstsein vorbereitet wirst. Und wann immer dir danach sein sollte, kannst du augenblicklich in diesen Aufzug zurückkehren. Und die Türen schließen sich nun. Und vielleicht spürst du bereits Vorfreude in dir aufsteigen, was dich wohl erwarten wird, was du möglicherweise wieder erkennen kannst. Und in einem Moment, wenn ich bis drei gezählt habe,
öffnen sich die Türen des Aufzugs und du kannst hinaussteigen und tauchst voll und ganz in eine positive Situation aus Atlantis ein. In dem Moment, in dem du den Aufzug verlässt, sendet dein Unterbewusstsein und deine Seele dir mehr und mehr Informationen zu dem, was sich in Atlantis ereignet hat. Und eins, du reist zurück, ganz weit zurück. Zwei, du kommst Atlantis immer näher und näher. Du fühlst das bereits in dir. Mit der nächsten Zahl bei drei hält der Aufzug an dem früheren Leben von Atlantis. Du steigst hinaus und tauchst damit voll und ganz in eine positive Situation aus Atlantis ein. Und drei. Der Aufzug kommt langsam zum Stehen. Die Türen öffnen sich und es wird immer deutlicher und deutlicher. Geh hinaus. Alles ist gut. Tritt hinein in eine positive, frühere Erfahrung aus Atlantis. Und dann nimm einmal einen tiefen Atemzug und schau einmal an dir hinunter, wie sich dein Körper anfühlt und wie er aussieht. Schau dich einmal in deiner Umgebung um. Was kannst du hier erkennen? Was kannst du sehen oder fühlen? Welchen Geruch hat dieser besondere Ort? Erlaube dir, dich noch tiefer mit dieser Welt zu verbinden. Ich gebe dir einige Momente Zeit, um diese Szene zu erkunden. Sehr gut. Und dann lass dich einfach von deinem Geist treiben. Wo möchtest du hingehen? Gibt es hier andere Lebewesen, zu denen du eine Verbindung hast?
schau dich einfach um und achte auf das, was deine Aufmerksamkeit einnimmt. Du kannst dich hier ganz mühelos fortbewegen. Du kannst in unterschiedliche positive Szenen hineingehen. Lass dich einfach treiben. Dann werde dir gewahr darüber, wie die Lebewesen hier miteinander kommuniziert haben. Wie hat das Leben hier ausgesehen? Was war von Bedeutung? Und was wird dir vielleicht bewusst, was für dich ganz individuell eine tiefere Bedeutung haben könnte? Und nun verbinde dich einmal mit den Lehren, die hier stattgefunden haben. Was wurde weitergetragen? Und was wurde praktiziert? Siehe es dir an, gehe in eine solche Situation hinein und erforsche sie. Wie hat es sich angefühlt, hier zu leben? Welche Dinge waren von Bedeutung? Ich werde dir nun ausreichend Zeit zur Verfügung lassen, sodass du ganz
in deinem eigenen Tempo Atlantis erforschen und erkunden kannst. Solltest du genügend Informationen haben, dann kannst du einfach deine Augen öffnen oder zurück zu dem aufzukehren und befindest dich dann im Hier und Jetzt.